Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Maskentest. Es gibt unter anderem neue Augenpads von Isana. Ich finde, die sehen optisch richtig schön aus. Hydrogel-Augenpads, Hey Beauty, belebende Frische mit Hyaluron und Orangenöl. Und die sind so zweigeteilt. Gefällt mir echt sehr gut. Damit kann man mich schon erfreuen, dass die einfach zwei Farben haben. Finde ich schon cool. Und dann gibt es noch eine neue Tuchmaske. Ich finde, die erinnert mich so ein bisschen an die von Yuti. Ich mag das mit dem durchsichtigen Design. Ich finde das schön. Die ist mit Wassermelonenextrakt. Die ist mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron. Intensive Feuchtigkeit und sofort frische Effekt brauche ich. Meine Haut, die spannt so ein bisschen. Ein paar Pickel sind leider wie immer auch am Start. Weiß ich nicht. Irgendwie ist das halt so bei mir. Mal mehr, mal weniger. Ja, wir probieren es aus. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Wir werden als erstes die Augenpads machen. Oh, mega schön. Ja, wie lange müssen die denn da einwirken? Sollen auf jeden Fall Augenringe, Schwellungen und sichtbare Anzeichen von Müdigkeit reduzieren. Steht da was? 15 bis 20 Minuten. Ja, okay, ist schon ein bisschen länger, aber ist in Ordnung. Ich muss noch ein Video schneiden und das Video geht circa 20 Minuten. Und dann machen wir die andere Maske. Wie lange muss die denn drauf bleiben? 10 Minuten, das passt. Ich habe nämlich auch noch ein anderes Video, das geht circa 12, 13 Minuten. Okay, ich habe es geöffnet, es war so ein bisschen schwierig gerade. Lassen sich sehr gut rausholen. Also die verabschieden sich nicht unterwegs, das finde ich toll, weil bei den Yuti-Augenpads, da muss ich immer eins da irgendwo rausfischen. Die haben noch so ein bisschen Glitzer, Schimmer mit drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ah, sind die schön. Die riechen jetzt irgendwie nur nach dem Material oder so, aber jetzt nicht irgendwie nach Orange oder irgendwas. Oh, ich finde die so cool, Leute. Oha, passen sogar zu meinem T-Shirt. Ja, ich habe das irgendwie jetzt in letzter Zeit gefühlt in jedem Video an, aber weiß ich nicht, das gefällt mir gerade so. Oha, jetzt kommt die Sonne voll raus. Hier ist gerade voll hell, aber macht nichts. Ich freue mich, wenn die Sonne rauskommt. Ja, gerade gedacht, ich habe es irgendwie falsch gemacht. Die halten gut, sind schon ein bisschen dicker, aber die sind nicht rutschig. Die sind schon gut mit Serum getränkt, aber nicht zu viel. Also das ist nicht so, dass die jetzt irgendwie rutschen oder glitschig sind. Gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt mal eine Softbox hier ausgemacht. Ich gucke mal, ob das dann nachher besser ist. Ja, dass ihr da vielleicht jetzt gerade besser was erkennt. Ich probiere mal ein bisschen was aus. Mit der Lampe hier noch. Ja, werde ich in der Bearbeitung dann aber noch ein bisschen nachjustieren. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Echt cool. Mir gefällt's. Ist halt einfach mal ein bisschen was anderes. Das lasse ich jetzt drauf und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Hier bin ich wieder. Die haben sehr, sehr gut gehalten. Die sind schön kühl und immer noch frisch. Ich werde jetzt aber runter machen, weil ich noch ein bisschen was vorhabe. Ich möchte hier auch noch diese Maske hier machen. Und dann möchte ich mich noch schminken, möchte noch ein paar andere Videos drehen. Vielleicht so zwei, drei Stück. Mal gucken, wie ich es schaffe. Und deswegen müssen die jetzt mal runter. Aber die waren wirklich schön, angenehm, super. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bisher, schauen wir mal. So sieht das Ganze aus. Also ich sehe das jetzt hier noch im Spiegel bei mir und das, also ich sehe von hier zu hier, ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen, echt einen krassen Unterschied. Das ist
super schön gepflegt, das ist gut mit Feuchtigkeit versorgt, das hat geglättet auf jeden Fall. Weil ich kann das sehr gut erkennen hier, den Unterschied, wo es drauf lag und wo nicht. Und das fühlt sich auch super schön glatt an. Das hat auf jeden Fall auch ein bisschen abschwellend gewirkt. Also ich bin davon echt krass begeistert gerade, weil ich habe das noch nie so gesehen, dass man hier so einen krassen Unterschied hat. Der Hammer. Also ich gucke hier gerade mal noch in den Spiegel. Ich finde, man sieht einen richtig krassen Unterschied. Ist ja der Hammer. Also die kann ich extrem empfehlen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie keine limitierte Edition oder so. Ich hoffe, dass die ins Standardsortiment kommen, weil die sind echt richtig gut, sind bisher für mich die besten von Isana. Mega. Und ich merke das auch, dass das ein bisschen gestrafft hat. Wow, okay, also ich bin ein bisschen sprachlos auch. Also das war richtig, richtig gut gerade. Dann kommen wir mal noch zur Melonenmaske. Optisch wirklich sehr, sehr schön. Wundert euch nicht, mein Nagel ist hier abgebrochen. Egal. Oh, ich hab's auf. Mal gucken, ob das ein bisschen duftet. Ich glaube, ich rieche schon was. Ja, das riecht extrem nach Wassermelone. Also wer das mag. Ich bin jetzt kein Wassermelonen-Duft-Fan, aber es stört mich jetzt auch nicht. Aber es riecht tatsächlich wirklich nach Wassermelone. Also wer das mag, gönnt euch. Ist eher so ein dünneres Tuch. Schauen wir mal. Sieht aber schon ziemlich groß aus. Okay. Was ist hier? Ah, Gott sei Dank. Okay, also. Uff. Das Tuch ist viel zu groß. Also wirklich viel zu groß. Oh. Das schon, ich mag das dann nicht, wenn das so groß ist, dann saut mir das hier die ganze Seite voll. Etwas schwierig. Das muss ich auch umklappen. Ist aber okay. Also das ist schon. Leute, schaut mal. Das kann ich mir noch hier übers halbe Ohr drüber legen. Das ist viel zu groß. Na, schwierig. Da muss ich irgendwie so ein bisschen, bisschen einen Turm bauen jetzt. Ja, dass das geht. Aber dadurch, dass das Tuch nicht so dick ist, ist es in Ordnung. Das hier mag ich gar nicht. Das schneide ich mir hier ab. Ich kann das nicht leiden. Das rutscht mir dann immer so in den Mund. Das mag ich dann nicht, wenn ich das Serum hier ganze Zeit im Mund hab. Okay, man kann die aber gut, ja, stapeln, falten. Das Tuch ist nicht so dick, das ist okay, aber also mit eben mal so drauf machen und gut ist, schwierig. Da muss man schon so ein bisschen ziehen und falten und ruckeln und drücken, also so. Naja, okay. Hier ist es zu breit. Habe ich immer das Serum im Auge. So. Passform könnte auf jeden Fall besser sein. Ist aber noch im Rahmen. Es ist noch okay. So lala. Also Passform würde ich jetzt mal so, und vom Auftragen her würde ich jetzt eher so 2 von 5 Sternen jetzt erstmal geben, weil
könnte besser sein. Hier ist auch so minimal nervig, dass mir das hier immer ins Auge rutscht. Und es ist nicht ganz ideal. Ihr seht's. Aber gut, ich lasse die jetzt drauf und dann schauen wir einfach mal, wie die Wirkung ist. Geruch mag ich. Ich finde das schön, dass das Tuch ein bisschen dünner ist. Es ist okay. Bis gleich. Hier bin ich wieder zurück. Es war jetzt tatsächlich länger drauf als 10 Minuten, weil das länger gedauert hat mit meinem Video und ich musste noch ein paar E-Mails schreiben und ein paar Sachen abklären. So sieht das jetzt aus. Hier unten hat sich's abgelöst, ist auch schon ziemlich trocken. Die Farbe ist so ein bisschen weg. Einfach dadurch, dass das jetzt getrocknet ist. Hier kann man es noch sehen, wo ich das so gelayert habe. Da ist eben, hat sich eben noch mehr Feuchtigkeit da natürlich, also ist das feuchter. Hier ist schon so trocken. Das finde ich eigentlich gut. Dann kann man gut sehen, dass die Maske jetzt durch ist. Ja, finde ich ganz gut. Sie hat auch gut gehalten. Also es ist in Ordnung, das Auftragen war halt jetzt nicht so dolle. Aber ich finde es gut, dass das auch, ja, dass das Serum auch so gut eingewirkt hat. Ich finde es schön, das Ergebnis. Es ist auf jeden Fall schön frisch. Ich habe leichten Glow auch drauf. Die Haut wurde mit Feuchtigkeit versorgt, ist jetzt noch so ein bisschen klebrig, aber das wird sich auf jeden Fall geben, wenn das getrocknet ist. Hier hatte ich ja so eine Rötung von einem Pickel. Ich finde, das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich bin damit wirklich zufrieden. Ich glaube, die hat 99 Cent gekostet. Finde ich in Ordnung. Für den Preis hat sie auf jeden Fall gut was gemacht. Finde ich schön. Ich habe noch ein paar Stück davon da. Bin ich jetzt auch nicht traurig. Ich werde die ab und zu mal anwenden. Ich finde, das ist eine schöne Maske für zwischendurch zu machen. Die ist jetzt nicht super bombastisch, aber die ist auf jeden Fall wirklich gut. Kann ich empfehlen. Finde ich toll. Ja. Alles in allem würde ich 4 Sterne von 5 geben, einfach wegen, weil das so komisch war mit dem Auftragen und weil die ein bisschen zu groß ist fürs Gesicht und ich da ein bisschen schnippeln musste. Aber die Wirkung an sich hat dann doch noch was rausgerissen. Das war's mit dem Maskentest, mit dem Video. Wenn euch irgendeine Maske mal interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich die auch da. Oder vielleicht bekomme ich die auch irgendwo und dann teste ich das gerne für euch aus. Das war's. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.